Nightwatch. Seid ihr bereit für den ersten Künstler des heutigen Abends? Er kommt aus einem fernen Land. Er kommt aus Griechenland. Bitte begrüßt Costa Meroniake. Ein Applaus für Luke Mockridge, dass er geschafft hat, meinen Namen richtig auszusprechen. Ja, als Grieche hat man echt einen scheiß Namen. Und als Grieche ist man auch gerade echt unten durch mit dieser scheiß Finanzkrise. Früher waren wir voll die Heroes so. Wir haben alles erfunden. Keine Ahnung. Demokratie, Archimedes, Mathematik, Pythagoras. Jetzt, wenn ich meinen Namen sage, dann gucken mich die Leute an, als würde ich denen Geld schulden. Auf der Straße machen Bettler so zu mir. Alte Omas schenken mir Obst. Ich habe vor einer Woche einen Bumerang geschmissen, der ist nicht zurückgekommen. Ich lebe in Todesangst. Jedenfalls, ich möchte mal mit einem Ding aufräumen, so griechisch. Man sagt immer so, ja, Malaka, Malaka, Malaka. Wenn du Malaka kannst, kannst du 50% griechisch. Das stimmt nicht. Du kannst 90% griechisch. Und noch so ein Ding bei Griechen, wir haben ein lautes Organ. Also das haben Kanaken allgemein, aber die Griechen noch, ne, noch schlimmer. Wenn meine Mutter telefoniert, sage ich, mach's Fenster auf, die hört dich auf Kreta. Mach's Fenster auf. Oder wenn wir skypen, hallo? Hallo? Oder mit dem Essen, wir essen immer viel. Wenn ich so meine Schulkameraden, ich habe einmal mitgebracht, meine Mutter kommt und kommt und kommt. Er so, wie kommt noch, Alter? Nur wir. Das ist normal. Oder mit dem ganzen Brot, wir essen viel Brot. Mein Vater isst Brot mit Brot. Meine Mutter macht ihm Abendbrot und er sagt, wo ist das Brot dazu? Wie soll ich das Brot ohne Brot essen? Und was noch so ist, mein Vater sagt nie nein. Er sagt immer, Papa, kriege ich einen Fahrrad? Kann ich heute Abend weggehen? Ich habe da so, ich habe gedacht, das ist ein griechisches Wort. Bis ich irgendwann vor einem polnischen Fahrradverkäufer stand und ich sage so, ey, ich gebe dir 100 Euro für das Ding. Und er so, kannst griechisch? Warum kannst du griechisch? Und das war so schwer, ne? Ich meine, so Griechisch zu lernen bei meinen Eltern und meinen Freunden, unmöglich. Meine Mutter, die Sprache, die sie spricht, ist noch nicht definiert genau. Weil Deutsch kann sie nicht, Griechisch kann sie auch nicht mehr. Ihre Lieblingsserien sind Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Meine Mutter sagt Gute Zeitung, Schlechte Zeitung. Ich gucke Gute Zeitung, Schlechte Zeitung. Mama, da ist keine Zeitung. Ich stehe, wir haben einen griechischen Grill, Mykonos Grill. Ich sitze da, meine Mutter kommt mit zwei Tüten raus. Ich gehe Rosmarie und Erika. Das war noch nicht der Witz. Aber das Niveau ist so. Und dann sage ich zu meinem Bruder, weil ich bin mittlerweile weggezogen, der versteht die Sprache besser. Und ich sage, was labert die da? Ich gehe Rosmarie und Erika. Mein Bruder sitzt da so unbeeindruckt und sagt, die will zu Rossmann und Erika. Ich habe erst gedacht, die hat deutsche Freundinnen. Dann habe ich mich gefragt, warum? Wo kommen die her? Wie redet sie mit denen? Klappt nicht. Außerdem, ich hab versucht durch meine Freunde, es ging auch nicht. Die Freunde von mir sagen, du musst nicht jedem jetzt sagen, dass du Grieche bist, Costa. Sag doch irgendwas Normales. Sag, du bist Kosovo-Afrikaner. Ja, ihr lacht jetzt. Das ist jetzt normal und das ist gut, weil wir lernen uns gegenseitig kennen. Der mit dem, egal. Früher gab's das nicht. Ich habe früher gedacht, es gibt hier in Deutschland Deutsche, es gibt Griechen so wie mich und alles andere sind Türken. Ich habe das gedacht. Später habe ich dann gemerkt, was die wirklich waren. Die schwulen Türken, das waren Perser. Ja, warum redet ihr so?
Das klingt so. Und die schwulen Türken mit Gel im Haar waren Italiener. Die Erfinder der Zeichensprache. Und die schwulen Türken mit Gel im Haar und Sprachfehler, das waren Spanier. Ja. Florencio Martin Ramirez Raúl González. Da kommt die Frau schon beim dritten Vornamen, ne? Hallo, Vázquez Ramirez. Pep Guardiola, Thiago Alcantara. Wir haben einfach viel geilere Namen. Und dann im Sandkasten mit den deutschen Kids habe ich echt immer gedacht, was kriegt ihr für läppische Strafen, Alter? Ich kann nicht mehr spielen, ich muss jetzt nach Hause, ich muss auf mein Zimmer. Du hast ein Zimmer? Dann habe ich das zu meinen Jungs gesagt, so. Ja, der Thomas, der muss weg. Sein Vater war gerade da. Er hat ihm gesagt, der muss auf sein Zimmer. Der hat einen Vater? Ja, ne? Und dann irgendwann bin ich nach Frankfurt gezogen. Da kann gar keiner Deutsch. Nicht ein einziger. Das erste Graffiti, was ich gesehen habe in Frankfurt, ich fege deine Mutter. An der Wand, ich fege deine Mutter. Ich habe mir direkt vorgestellt, das sagt einer zu mir. Ich fege deine Mutter. Was sagst du denn da? Kannst du auch saugen vielleicht? Da liegt noch Staub. Da liegt noch Staub. Und die sagen da für die ganze Zeit, sagen die als. Ich fahr als grad aus. Das heißt die ganze Zeit. Das musst du erstmal verstehen. Ich habe mich mit einem Mädchen verabredet, kam 5 Minuten zu spät. Und sie so, ich habe hier als auf dich gewartet. Ich so, ja, als was? Hast du dich verkleidet? Noch so ein Ding über Frankfurt, das weiß keiner. Und ich schwöre, wir haben da Gangstertauben. Nee, das ist kein Spaß. Früher, ich kenne das aus meinem Ort, aus meinem kleinen Ort, wo ich geboren worden bin, ne? Die sind noch weggeflogen. Die fliegen nicht mehr weg. Die machen so Psychospiele mit dir. Wer zuerst ausweicht? Da fehlt nur der Zahnstocher im Mund. Die kommen auf dich zu und weichen nicht aus. Oder wenn du den hier machst, dann sind die weggeflogen früher. Die fliegen nicht mehr weg. Das Höchste ist, die kriegen so einen kleinen Schock. Ja, die gehen dann so. Fehlt nur die Gang Signs, Alter. Und der Crip Walk. Und ich saß im Café, hab Kaffee und Kuchen konsumiert, ne? Bin fertig und es kommt eine Taube auf meinen Tisch und sie guckt mich an. Und dann guckt sie auf die Reste meines Kuchens und ich sehe in ihrem Gesicht, was sie mir sagen will. Sie so... Willst du das noch? Das sind Gangster! Dann habe ich im Club gearbeitet. Im Club zu arbeiten ist, also wenn Leute kommen und sich was wünschen, kannst du mal das Lied spielen, wo letzte Woche der Nebel war? Entschuldigung, kannst du einmal die Musik ausmachen? Ich habe mein Handy verloren und will mal klingeln lassen. So um 1, wenn am meisten los ist. Oder spiel mal das Lied, wo der Mann rappt und die Frau singt. Den Remix, oder? So andere Freunde sagen zu mir, ey Kossa, Alter, sag nicht, dass du Grieche bist. Das ist voll schlimm, das ist so wie Moslem. Du Hornochse, das ist eine Religion, Alter. Ich kann Grieche
und Moslem sein. Krass. Mein Cousin ist Grieche und Moslem. Ist so. Ich hasse es nur, wenn die immer so einen überzeugen wollen. Ja? Von beiden Seiten ist es egal. Ne? Die Standardantwort bei den Christen ist immer so, ja, warum ist das so? Gottes Wege sind unergründlich. Und die anderen versuchen es auf dem, so andersmäßig, so, ja, da war doch der Gott und da war doch Adam und Eva. Ja, die sind aus dem Paradies rausgeflogen. Ja, und dann haben die sich fortgepflanzt. Ja, und dann hatten die Kain und Abel. Ja, und dann haben die geheiratet. Ja, wen? Die versuchen so smarte Moves. Hau ab! Am schönsten ist, wie Leute tanzen im Club. Bei manchen ist es nicht schön. Deutsche Männer sind da eher so, wer im Club tanzt, der hat kein Geld zum Saufen. Ihr habt so diese Leitlinie. Ich gebe euch einen Tipp. Links, rechts. Links, rechts. Wenn ihr Rhythmus habt, könnt ihr was einbauen. Links, rechts. So, es wirkt immer. Das ist besser, als 45 Minuten gegen den Beat zu kämpfen, nicht einmal zu treffen. Was sind das für Moves? Hört der im iPod ein anderes Lied? Ja, spielt der nicht, Bruder, wo willst du hin? Du hast den Beat überholt. Man muss ständig ausweichen, weil du denkst, du kriegst einen Tritt ab. Ja, früher gab es ja noch Tänze, die gibt es ja gar nicht mehr. Früher gab es noch richtig geile Tänze, so antäuschen und gehen. Oder den Slide. Ich hasse das, wenn so Tänzer immer so richtig krass die Show abziehen. Neben dir kommen und dann so. Halt dein Maul, ey. Erstmal mit Robot Dance anfangen. Dann weiter in Zeitlupe. Alter, wenn ich Zeitlupe sehen will, dann geh zur Post. Ja, und dann rasten die da aus. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Kann ich noch 20 Minuten machen? Haltet ihr irgendwas hoch? Nein? Darf noch? Okay. Oder so Frauen, die dann mit Augen zu und ihren Haaren gerne tanzen möchten? Und die tanzen doch immer als erstes. Da ist nichts los, die wollen tanzen. Und die machen immer die Augen zu. Wir müssen die Augen zumachen, Alter. Die müssten sagen, ich gehe gleich tanzen, mach die Augen zu, ist schlimm. Oder so Frauen, die dann ausrasten, wenn ihr... Die ganze Zeit sind sie ruhig, dann... Oh Gott, das ist Beyoncé. Das ist Rihanna, das ist mein Song. Das ist mein Song, komm! Die ganze Zeit ruhig und dann auf einmal... Und man selbst so links, rechts. Man denkt, da geht was. Nee, da geht gar nichts. Bist du behindert oder was? Glaubst du, ich bin eine Schlampe? Nee, aber du tanzt wie eine. Hast du nicht getwerkt gerade? Hast du nicht gerade getwerkt? Das sind genau die Frauen, die das Wochenende nach New York fliegen, wiederkommen und sagen, oh my fucking God. Oh my fucking God. Oh, this is awesome. You fucking serious? Sorry, ich träum schon Englisch. Halt dein Maul! Ich fahr auch nicht nach Wien am Samstag, komm wieder zurück und sage, wo ist das? So kann ich nicht arbeiten. Ich muss nach Vielen Dank! Mein Name. Das
für euch Costa Meroniake. Ich habe eine Facebook-Seite. Klick, 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 klick. Dankeschön. Riesenapplaus für Costa Meroniake.